Habe ich davon nicht gerade geredet? Ich springe irgendwo rüber. Und dann krieg mich irgendein Viech direkt. Haben mehr. Was meinst du durchgehend Blut? Von Blood Magic oder was? Weil das kriege ich auch so hin. Ja, durchgehend Blut könnte ich auch so hinkriegen. Brauche ich noch einen Powered Spawner für. Seht ihr da irgendeinen Schwanz? Ja. Gehen wir hier so rechts lang. Also durch den Blut, das würde ich hinkriegen. Da wollte ich nur im Prinzip über einen Altar einen Powered Spawner bauen und dann mit Dingens mit dem hier, mit dem Dagger da. Was brummt denn hier so? Da ist doch nicht das Viech da, oder? Da hört sich an wie ein Riesenvieh. Irgendwie so ein Drache aus oder so, ey. Hört sich da an. Auf jeden Fall sehe ich die Stadt da vorne. Alter, was hier rumkreucht, hör mal. So der Wahnsinn. Da steht ein Humvee. Ja, aber ich will halt eigentlich nicht von anderen benutzen, weil das kann man doch selber machen. Diese unendliche Blutquelle ist ja relativ einfach bei Blood Magic. Du brauchst ja im Prinzip nur einen Spawner und dann darunter ein autonomes Activator oder so mit dem Dagger. Mehr brauchst du ja nicht. Ich habe jetzt gedacht, da steht was. Okay. Da unten ist auf jeden Fall irgend so ein nicht so lustiger Geselle. Wahrscheinlich. Da. Irgend so was Gehörendes. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt hin. Zu dem. Aber ich bin gleich da. Ja, heißt das, man darf keine Mobfarm mehr bauen oder was? Also da müssten ja auch Enderperlen und so öffentlich zugänglich sein für alle. Und Blaze Swords und Blitzwords und wie auch immer. Hey Mann, keine Minute zu früh. Die Kerle da oben haben mich schon gesehen. Wenn wir Pech haben, machen sie Meldung und wir haben die Kopfgeldjäger am Hals. Wer ist wir? Ach, komm schon, lass den Quatsch. Die Typen machen keine Gefangenen. Was hast du jetzt vor? In dem Drecksloch da oben gibt es einen Kerl namens Wyatt. Der Hund hat hier im Fort einige meiner Steckbriefe verteilt. Ich werde ihm mal einen Besuch abstatten, während du dich im Hintergrund hältst. Ich habe eine bessere Idee. Ich spreche mit Wyatt und du bleibst in der Nähe. Also gut, wie du willst. Ich gehe vor. Sagte ich nicht gerade... Komm schon, lass uns nicht streiten. Wir müssen schnell machen. Wir stehen hier wie auf dem Präsentierteller. Wenn mich die Kerle hier erkannt haben, kriegen wir eventuell Probleme. Also pass auf. Los, los! Wen haben wir denn da? Ein Neuer im geheiligten Land? Wenn du dich im Fort frei bewegen willst, musst du zahlen wie jeder andere auch. 200 Splitter als Eintrittspreis oder du bleibst draußen. Alles klar? Hier sind die Splitter. Alles klar, dann geh mal durch. Gib mir einen groben Überblick über das Fort. Was willst du von mir? Du sollst mir sagen, was ich über das Fort wissen muss. Ach so, sag das doch gleich. Also, wo fange ich an? Ja genau, bei Baxter. Baxter war der Erste, der das Fort in seine Form gepresst hat, wie du es heute hier vorfindest. Vorher war das einfach nur eine große Ruine, wo jeder in die Ecken gepisst hat. Aber er hat mit ein paar Arschtritten das Ding in eine riesige Wehranlage umfunktioniert. Erzähl weiter. Ach ja, einer der alten Gefolgsleute von Baxter hat ihm die Macht entrissen. Und dieser jemand ist der Duke. Und der sitzt jetzt seinen fetten Arsch auf dem Thron breit.
Aber uns geht's nicht schlecht unter seiner Führung. Wenn man ihm und seinen Leuten nicht in die Quere kommt, kann man gut leben. Was muss ich über die Hauptleute wissen? Ihre Namen reichen für den Anfang. Matt Bob, Chloe, Blake und Big Jim heißen sie. Wie sie drauf sind, wirst du erfahren, wenn du mit ihnen quatscht. Aber sie hecheln dem Duke schon lange nicht mehr so treu hinterher wie früher. Tu dir trotzdem selbst einen Gefallen und kack seine Familie nicht an. Da kriegt er sofort Pickel. Ach ja, dann ist da noch Nasty, die Zwillingsschwester vom Duke. Das härteste Weibstück hier. Sie kontrolliert die Außengebiete und steht so gar nicht auf duckmäuserische Schwätzer. Also, gesünder für dich, wenn du ihr nicht auf die Nerven gehst. Wie denkst du über das Elex? Es ist der Treibstoff für den nächsten Trip. Wir vermengen es mit anderen Substanzen und fertigen so unsere Stims. Manche werden zwar abhängig von dem gepanschten Mist, aber ich habe es unter Kontrolle. Wenn das Klerikerpack oder die Berserker denken, sie hätten ein Anrecht auf das Elex, dann irren sie sich. Wir sind die Einzigen, denen es zusteht. Und ganz im Vertrauen, dass der Konverter vor unserer Haustür steht, hat auch seine Vorteile. Die meisten Menschen, die ich kenne, fürchten sich vor den Alps und ihren Maschinen. Natürlich geht mir der Stift, wenn sie hier patrouillieren. Aber das meine ich nicht. Soweit ich weiß, stopfen sie ihren Konverter voll mit allem, was Elex enthält. Wenn diese gefühlskalten Arschgeigen also schon so eine Vorarbeit leisten, sollte man sich das zu Nutzen machen. Hat sich das Ding also vollgesogen wie eine Zecke, ernten wir das Elex einfach ab. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass der Duke nur ihr Spiel mit ihnen treibt und darum noch untätig bleibt. Unsere Granaten werden ihre Ärsche schon nach Xakor zurückkatapultieren. Und die Menschen, die im Konverter verenden, interessieren dich nicht? Nein, was kümmert mich ihr Schicksal? Ich sehe nur den Profit, den ich aus ihnen schlagen kann. Mehr nicht. Also die Autos gefällt mir ja, ne? Hier entlang. Am Jobbert. Wollen die nicht so kurz trocken hier? Wyatt, der Mistkerl, ist da drüben. Gut, ich geh mal rüber. Okay, aber sei vorsichtig. Also ich finde das auf jeden Fall cooler als bei den Berserkern, wo das da so, so knochentrocken immer ist. Wer ist er denn? Der liegt da. Oh. Der das? Nein. Wo ist denn der? Da. Vor allem finde ich die Butze ja viel cooler. Das hat so Vollhautmanier. Was willst du? Du musst der Kerl sein, der hier überall Steckbriefe verteilt. Ach ja? Sagt wer? Nun, ein ziemlich übler Bursche namens Ray. Ah ja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Bist du jetzt sein neuer Bodyguard oder was? Sagen wir, ich habe ein Interesse daran, dass ihm nichts passiert. Das ist ja entzückend. Und wann kommt die Stelle, wo du mir erzählst, was das mit mir zu tun hat? Es heißt, du verteilst die Steckbriefe. Ray soll angeblich eine stattliche Summe einbringen. Bau jetzt bloß keinen Scheiß, Mann. Du siehst nicht so aus, als ob du Spaß verstehst, was? Tja, zahlt dir der Penner überhaupt was dafür, dass du dich hier für ihn zum Affen machst? Aber gut, ich will keinen Ärger mit dir. Sag, was du willst und dann verschwinde wieder, okay? Wer hat dich damit beauftragt? Das ist ja niedlich. Nee, wenn ich dir das erzähle, kann ich gleich meinen eigenen Namen auf die Steckbriefe schreiben. Wie viele Steckbriefe hast du noch? Nur noch einen. Und den gibst du mir jetzt? Ich könnte dir natürlich auch die Fresse polieren. Und dann gibst du mir den Steckbrief. Schon gut, schon gut. Bevor wir zwei Ärger kriegen, gebe ich dir das Ding lieber gleich. Wer hat die restlichen Steckbriefe? Jeder, der sich zutraut, eine Ratte wie Ray zur Strecke zu bringen. Das war gut.
Ich könnte dir auch die Fresse polieren. Und dann mir den, dass du mir den gibst. Ah, das war gut. Du bist also nichts weiter als ein unwichtiger Mittelsmann. Wenn du das sagst. So, und jetzt verziehe ich mich, wenn's recht ist. Also, schönen Tag noch. Was muss man bloß anstellen, um auf so einen Steckbrief zu landen? Dieser Ray hat ein ernsthaftes Problem. Oh, der war gut. Der war echt gut. Oh, das sieht aus wie Laden. Mischwarenhändler. Schön, dich zu sehen. Zeig mir deine Ware. Alles klar. Ich finde die Rüstung cool von denen. Schwarze Lederkapuze. Ja. Saubär. Cool. Wegen der Ausdauer, ja? Ein bisschen teuer. Okay. So, was müssen wir jetzt machen? Zahn um Zahn, nein. Das hier war das, ne? Steckbriefe. Okay, wir müssen mit dem Ray quatschen. Na? Und? Willst du mir immer noch weismachen, du wüsstest nicht, wer dich tot sehen will? Ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Deine Steckbriefe sind mit Big W unterschrieben. Nee, kein Blondunst, wer das sein soll. Aber wenn Wyatt wirklich den Auftrag hatte, die Steckbriefe zu verteilen, dann weiß ich schon, wem er sie gegeben hat. Wyatt und ich waren mal im gleichen Team. Wir gehörten damals zu Jacksons Bande. Wir nannten ihn immer das Hirn. War eine üble Zeit und die Erträge waren mies. Ich bin irgendwann raus aus dem Verein, wie einige andere auch. Wyatt hat aber mit Sicherheit immer noch einen guten Draht zu den Jungs von damals. Das hast du doch alles vorher gewusst. Warum hast du mich dann hierher geschleppt? Tja, jetzt hast du es selbst gesehen, wie ernst die Lage ist. Ich brauchte ein wenig mehr Authentizität, damit du mir die Sache auch abkaufst. Alles noch dran? So gerade noch. Schluss jetzt mit dem Unsinn. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Hör zu, ich habe nicht vergessen, was ich dir schulde. Außerdem werde ich diese Scheiße nur in tatkräftiger Begleitung überleben. Darum werde ich ab jetzt bei dir bleiben, bis meine Schuld getilgt ist. Ich kann dich ja im Kampf unterstützen oder, naja, oder bei dem, was du sonst so tust. Als Gegenleistung dafür hilfst du mir, Jacksons ehemalige Jungs zu finden und meine Steckbriefe wieder einzusammeln. Meine Gegenleistung hast du schon auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Meine Ausrüstung! Keine Sorge. Ich zahle sie dir natürlich doppelt wieder zurück. Also, was sagst du? Ich schätze, dein Angebot anzunehmen, für mich zu arbeiten, ist immer noch besser als nichts. Wow, das hört sich doch nach Zuversicht an. Und das von einem Eisklotz. Scheinbar hatte mein Bruder recht. Hinter eurer Fassade seid ihr offenbar doch ganz normale Menschen. Okay, dann sag mir, wo ich hinkommen soll und ich bin da. Ich habe da ein Lager in... Ja, ja, ich weiß schon, wo du deine Klamotten parken würdest. Du hast mich beobachtet? Hey, du bist meine beste Option. Da lohnt es sich, informiert zu sein. Ich weiß, ich werde es bereuen. Wir sollten hier nicht so lange bleiben, ist ein gefährliches Pflaster. Gute Nacht, Ragul. Du hast einen Bruder? Ja, Tom ist alles, was mir von meiner Familie geblieben ist. Ist er auch so eine Marke wie du? Fast, bis auf die Tatsache, dass Tom öfter mal in der Scheiße steckt und ich ihn jedes Mal wieder raushauen muss. Gut. Reden wir mal über deine Steckbriefe. Okay, die Sache ist die. Ich habe die ehemaligen Jungs von Jacksons Bande aus den Augen verloren. Sie haben sich ihre eigenen kleinen Grüppchen von Ganoven gesucht, mit denen sie umherziehen. Ich fürchte, Mason, Bombi und Jackson selbst sind nicht so einfach zu finden. Was ich sicher weiß, ist, dass Leo in der Wüste geblieben ist. Wenn du willst, dann kann ich dir zeigen, wo genau.
Sag mir einfach, wenn du bereit dazu bist, dann bringe ich uns hin. Ich habe Mason gesehen. Er ist auf der Suche nach dir. Tatsächlich. Vermutlich wird es reichen, ihm ein paar Splitter für den Steckbrief zu geben und er lässt die Sache ruhen. Dazu müsste man ihn aber erstmal finden. Okay, zeig mir Leos Aufenthaltsort. Gute Entscheidung. Es ist an der Küste, aber keine Sorge, ich kenne eine Abkürzung. Wir sind im Handumdrehen da. Da ist es. Nicht unwahrscheinlich, dass Leo versucht, bei den Jungs hier eine große Nummer zu werden. Ich glaube nicht, dass sie ihn freiwillig rausrücken. Niemand in dem Bau da wird uns irgendetwas freiwillig geben. Vermutlich. Dann wissen wir wenigstens, worauf wir uns einstellen müssen. Entzückend. Okay. Bist du dran? Ja, genau, er schießt. Wow. Das ist ein gutes Fragezeichen. Was ist denn der Weg? Das ist er doch. Macht er nichts. Okay, der zieht was ab. Sehr gut. Leo der Mutige abgeschlossen. Neue Stufe. Jawohl. Jawohl, jawohl. So, was killen wir denn mal? Schlösser knacken könnte ich eigentlich mal machen. Dann ist ja mal ein Handwerk. Das ist ein Lehrer erstmal finden. Was können wir denn bei den Outlaws dann im Prinzip lernen? Konstitution. Gerissenheit, Geschicklichkeit. Boah, Geschicklichkeit mal. Na? Bis Tavars Küste sind deine Steckbriefe jedenfalls schon gekommen. Ah, sehr gut. Dann hast du den Brief von Leo schon gefunden. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Was ist mit deinem Bruder? Kann er dir nicht helfen? Tom ist im Moment, nun, sagen wir mal, er ist verhindert. Komplizierte Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, wenn wir die Zeit dafür haben. Was fällt dir noch ein zu Jacksons ehemaligen Leuten? Ich hörte, dass Mason des Öfteren in Edan gesehen wurde. Ich werde mich mal umhören. Vielleicht finde ich ja etwas raus. In der Zwischenzeit kannst du natürlich auf meine Kampfkraft zählen. Ach ja, und danke erstmal. Für jemanden, der auf der Flucht ist, ist es ziemlich leichtsinnig, hier herumzulaufen. Ja, das haben die Kerle da oben im Lager der Mitte auch gesagt. Ach ja?
Ja, zwischen Abessa und Edan gibt es eine Siedlung von, ich nenne sie mal Krieger. Es sind Flüchtlinge, die nur darauf warten, dass sie jemand anführt. Sie haben mir Schutz angeboten. Aber das ist nicht mein Ding. Wäre vielleicht eher was für dich, aber was weiß ich schon. Oh. Die Macht der Mitte.